Kommen die Geräusche von unter dem Bett? Oh, oh. Und ich habe auch schon das perfekte Lockmittel. Diese Gummibärchen. Dem kann das Monster bestimmt nicht widerstehen. Was sind das für Geräusche? Was war das? Habe ich mir wohl eingebildet. Ich schlafe einfach weiter. Okay, nein, das habe ich mir nicht eingebildet. Da habe ich doch jetzt eindeutig irgendwas gehört. Und das kommt hier aus dieser Richtung, aber unter mir? Kommen die Geräusche von unter dem Bett? Oh, oh, ist da vielleicht irgendwas? Mama! Mama! Komm mal! Julian, was ist denn? Ach, was schreist du hier so spät abends noch das ganze Haus zusammen? Mama, ich glaube, da ist ein Monster unter meinem Bett. Wie bitte? Ein Monster soll unter deinem Bett sein? Ja, doch, ganz bestimmt. Kannst du bitte mal nachschauen? Ach, ein Monster unter dem Bett. So weit kommt es noch. Das kommt doch nur wegen diesem ganzen Halloween-Grusel-Geisterzeug in letzter Zeit. Aber was soll's, dann schaue ich mal eben nach. Aber sei bloß vorsichtig. Nein, da ist absolut gar nichts zu sehen, Julian. Echt? Oh, da bin ich jetzt aber beruhigt, danke schön. Dann kann ich ja jetzt wieder einfach weiter schlafen. Ja, manchmal, vor allem so im Halbschlaf, da hat man einfach solche Schreckmomente. Hier kommt noch ein guter Nachtkuss. Schlaf gut, Julian, und träum was Schönes. Nein. Nein, das habe ich nicht geträumt. Ich habe schon wieder was gehört. Oh Mann, wenn ich jetzt einfach so aus dem Bett steige, dann schnappt es doch nach meinen Füßen. So, dann werfe ich einfach die Decke davor und dann kann es mich auch nicht packen. Hehe, hat geklappt. Und jetzt ganz schnell zu Mama und Papa. Die haben ja gesagt, ich soll nicht mehr so laut schreien. Mama, ich glaube, da ist doch ein Monster unter meinem Bett. Aber Julian, das habe ich doch gerade schon nachgeschaut. Da war nichts. Wie kommst du denn überhaupt darauf, dass da ein Monster ist? Da, ich höre die ganze Zeit so Geräusche. Unter meinem Bett, ganz sicher. Ach, soll ich nochmal nachschauen? Bleib du sitzen, Claudia. Jetzt bin ich dran. Also Julian, dann wollen wir uns mal das Schreckensmonster anschauen. Sag das doch nicht so, da ist wirklich was. Ja, ja, geh du erstmal vor. So, also ich sehe hier links und rechts weit und breit gar nichts. Na, kein Wunder, das Monster ist ja auch unter dem Bett. Okay, dann schaue ich da jetzt nach. Aber sei vorsichtig, Papa. Danke für die Warnung, Julian. Ich passe gut auf mich auf. Dann wollen wir doch mal sehen. Und? Hast du was entdeckt? Oh ja, was ganz, ganz Schlimmes. Unter deinem Bett haben sich so einige Wollmäuse breit gemacht. Ich glaube, da musst du mal wieder Staub saugen. Boah, Papa, erschreck mich doch nicht so. Also ist das Bett sicher? Von dort oder sonst im Zimmer geht keinerlei Gefahr aus. Aber was höre ich denn dann die ganze Zeit für Geräusche? Da ist ganz sicher irgendwas. Ach, da fällt mir ein, es ist doch Herbst und wir haben die Heizung wieder angemacht. Das sind bestimmt die Rohre, die du hörst. Und jetzt, gute Nacht. Danke, gute Nacht, Papa. Okay, das sind einfach nur die Rohre. Kein Grund, Angst zu haben. Moment, so ein Unsinn. So klingen doch keine Rohre, das ist doch ein Kratzen. Jetzt reicht es mir aber, das ist ganz sicher irgendwas. Na gut, dann schaue ich eben selber nach. Ganz vorsichtig unters Bett gucken. Da habe ich doch gerade irgendeine Bewegung gesehen. Nichts wie weg hier. Mama, Papa, da ist wirklich ein Monster unter meinem Bett. Schatz, ich dachte, du hättest das geklärt. Ich habe jetzt selber nachgeguckt, da hat sich was bewegt. Julian, du bist wirklich einfach nur müde und hörst und siehst Dinge im Halbschlaf. Da ist absolut gar nichts. Genau, wir haben jetzt beide nachgeschaut. Geh bitte einfach schlafen, ja? Ach, Menno, okay. Die beiden glauben mir nicht, aber ich werde es denen schon zeigen. So, hier drüben habe ich doch... Jawohl, eine Kiste und da werde ich das Monster drin einfangen. Und ich habe auch schon das perfekte Lockmittel. Diese Gummibärchen, dem kann das Monster bestimmt nicht widerstehen. Die sind einfach so lecker. Die kommen jetzt hier rein und... Und ich tue jetzt so, als würde ich wieder schlafen. So, und sobald das Monster kommt, werde ich es gefangen nehmen. Schnarch, oh, ich bin so müde.
Da ist es wieder, das Kratzen. Das Monster kommt und geht auf die Gummibärchen zu. So, dann werfe ich jetzt die Decke drauf. Okay, es hat geklappt. Und jetzt die Kiste umwerfen. 3, 2, 1. Ha, hab dich gefangen. Ey, was ist denn jetzt los? Mama, Papa, ich hab das Monster gefangen. Komm schnell her, dann seht ihr, dass ich recht hatte. Julian, jetzt reicht es mir aber mit dir. Du schreist schon wieder im Haus rum. Emma schläft doch. Ja, aber das Monster ist hier und ich konnte ja nicht runterlaufen, um euch zu holen, sonst wär's abgehauen. Moment mal, du hast wirklich was eingefangen? Hey, lass mich raus hier! Oh, ich komme schon. Aber nein, das Monster, du darfst es doch nicht befreien. Julian, wie oft noch? Hier gibt es kein Monster. Genau, ich bin's, Emma. Emma, was machst du denn hier in meinem Zimmer? Ich wollte mir die Gummibärchen schnappen. Also wirklich, ihr beiden, ich krieg noch zu viel. Warum können sie nicht einfach schlafen gehen? Das heißt, das war die ganze Zeit Emma und ich hätte gar keine Angst haben müssen? So sieht es wohl aus. Also Emma, ab ins Bett mit dir. Hey Emma, was ist denn mit den Gummibärchen? Emma, du bekommst jetzt keine Gummibärchen. Und ein letztes Mal für heute. Gute Nacht, Julian. Gute Nacht, Mama. Und auch für dich, Emma, heißt es, keine weiteren nächtlichen Wanderungen. Ja, ist ja gut. Schlaf schön. Gute Nacht, Emma. Ich hab dich lieb. Kann ich wieder rauskommen? Ja, Ivan. Die Luft ist rein. Oh, erstmal strecken. Das ist ganz schön eng unter deinem Bett. Aber was ist denn jetzt mit den Gummibärchen? Sorry, Ivan. Gummibärchen gibt's nicht. Aber die habe ich ganz sicher gesehen, als ich vorhin beim falschen Bett rausgekommen bin. Ja, ich habe auch versucht, sie zu erhaschen, aber ich wurde leider erwischt. Versuchen wir es einfach morgen nochmal. Und jetzt ist allerhöchste Schlafenszeit. Okay, gute Nacht, Emma. So ein eigenes Monster unter Bett ist lustig, aber macht auch ganz schön Ärger. Hey Leute, ich bin's, Emma Vogel. Und wenn ihr noch mehr von uns, also Familie Vogel, hören wollt, dann schaut doch mal bei Spotify oder bei iTunes oder auch Amazon Music vorbei. Denn da findet ihr unsere tollen Hörspiele und glaubt mir, die sind wirklich richtig cool. Und ja, hört sie euch an. Viel Spaß!